Servus, mein großer Burm, Lucke geht am Start. Heute werde ich euch 13. Dezember die Schneeeule vorlesen. Und dann würde ich sagen, let's go. Schau mal, was heute in meiner Nuss ist. Lukas zieht eine weiße Feder heraus. Sophie hat eine komisch. Auch Sophie hat eine. Komisch, überlegt Lukas. Von einem Vogel haben Weihnachtsbären Weihnachtsmaus nichts erzählt. Doch am Abend erfahren sie von der Maus, dass die Feder von den Schneeeule von der Schnee Federn von der Schneeeule sind. Und dass ohne ihre Erlaubnis niemand ins Winterland kommt. Lukas zeigt dem Bär die Pfeile, die er sich von Papa ausgeliehen hat. Gut, dass ihr sie habt, erklärte der Bär. Denn heute besuchen wir die Rentiere im Winterland. Schnell nimmt Lukas seinen Schal und Sophie ihre Handschuhe und ehe die beiden sich versehen, stehen sie mitten im glitzernden Schnee und überreich den Schneefuchs, der das Winterland bewacht, die weißen Federn und jetzt den Berg hinunter, ruft der Bär. Die vier rutschen ein Schneehügel hinunter bis in ein Tal. Dort steht unter verschneiten Bäumen ein Stall. Darauf sitzen eine weiße Eule. Sie sieht mit großen Augen an. Streng sieht sie aus. Guten Abend, sagt Lukas schnell. Und vielen Dank, dass wir mitkommen dürften. Fügt Sophie an. Wir haben die Pfeile mitgebracht, sagt der Bär und holte sie aus dem Rucksack. Wie geht es dem Rentier? Da geht die Stalltür auf und ein braunes Rentier hinkt hinaus. Schlecht, seufzt es und lässt traurig den Kopf hängen. Könnt ihr mir helfen? Heute nicht mehr, bestimmt die Eule. Die Kinder müssen noch eine Münze Schlaf bekommen. Als Lukas und Sophie am nächsten Morgen aufwachen, haben beide eine weiße Feder in der Hand. Das war's mit 13. Dezember, die Schneeeule. Lasst ein Like da, ein Abo und ciao!